Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 24.11.2022 und heute mal wieder mit Standardmikrofon in altbewohnter, gewohnter Sprachqualität. Ich habe euch das Bild hier rausgesucht, weil es eigentlich schön passt, wenn wir an das denken, was wir gestern reingesetzt hatten. Unser DAX hat gescheut, es wollte nicht drüber springen, hat aber seinen Reiter auch nicht wirklich abgeschüttelt, der hängt da noch so halb drauf. Wir haben drüber gesprochen, es ist halt wie es ist, es ist die gleiche Leier, die gleiche Grütze wie die ganzen letzten Tage schon. Ich denke, da sollte jetzt keiner überrascht gewesen sein, wahrscheinlich am Ende dann trotzdem, obwohl es eigentlich schon fast auf der Hand lag. Wir haben drüber gesprochen, er muss halt wirklich oben rausdringen, er muss springen, er muss ja über 4,80 drüber. Sonst läuft er im Zweifel wieder in die Range rein, wieder an die 3,65, boom, dann war die 3,65 wieder da. Und der kann aber auch tiefer, ja, 300, 200, 100, das ist auch noch alles Range, ne, der ist jetzt, der klebt hier schon sehr, sehr, sehr lange in der oberen Range-Hälfte, also entweder fluppt er jetzt am Donnerstag, Freitag oben raus und rennt wirklich mal ein bisschen in den nächsten Trend oder bewegt sich mal wieder ein bisschen mehr in die Range-Mitte und in den unteren Teil auch zurück. Das ist die Range hier, die hat da ihr Top und hier ihre Tiefs, also von daher ist er sehr, 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 sehr krass im oberen Viertel eigentlich sogar nur unterwegs, ja, also der kann gutes, der kann auch hier einfach jetzt einen Strich nach unten machen und dann hier unten einfach weiter, 3, 4 Tage zur Seite, weil er ist dann immer noch in der Range und solange er in der Range ist, ist er in der Range halt, ne, der Ausbruch ist erster Ausbruch, wenn es auch wirklich ein Ausbruch ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das jetzt dadurch, dass es sich auch übelst eng zusammengezogen hat, ja auch die Bänder stehen so eng, der Kollege Christian Schegel sagt immer, wenn die Bänder so eng zusammenstehen, das kündigt einen Ausbruch an, das kündigt Trendbewegung an oder zumindest wieder stärkere Bewegung, auch ähnlich wie man es hier sieht, ja, da sind die Bänder auch stark zusammengekommen, dann hat der Markt rausgeschoben, es funktioniert aber nach unten genauso, ist oft zu sehen und wir laufen auch auf den Monatswechsel langsam zu. Ich meine, diese Woche ist jetzt noch nicht ganz so interessant, das wird wahrscheinlich dann erst nächste Woche interessant, dann kommt der Dezember, Jahresendrallye-Monat, ja, also wird auf jeden Fall nochmal spannend und ich weiß auch nicht, ob diese Woche jetzt hier schon die Auflösung kommt, ne? Ich würde das auch nicht wundern, wenn wir die Range einfach jetzt ein bisschen tiefer, also einfach versetzen, ja, dass er einfach die Range weitermacht, aber eben jetzt nicht mehr zwischen 3,65 und 4,80, sondern dass wir den Bereich jetzt zum Donnerstag mal verlassen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, auf Basis der engen Bänder einfach. Also ich glaube, noch enger kommt er jetzt erstmal nicht zusammen. Er wird sich jetzt erstmal versuchen zu lösen aus der Bewegung hier. Und ja, es ist Donnerstag. Ne? Also da muss man doll aufpassen. Bisschen auf die Stundenkerzen gucken an sich. Stundenkerze über A480 würde Übertreibungsbereitschaft nach oben aktivieren. Ne? Rein in die 14.600, rein in die 14.800. Stundenkerze unter 3,70. Unter 3,65 würde Übertreibungsbereitschaft nach unten aktivieren, 300, 270, 200, 100. Ja, und dann schön darauf achten, kommen wir Konterkerzen, denkt an letzte Woche Donnerstag, da war das eigentlich prima vorgeführt. Ne? Kommen im unteren Bereich dann grüne Stundenkerzen, ein Stundenkerzen, nicht zwei Stunden, sondern ein Stundenkerzen. Dann definitiv erstmal wieder mit einer Umkehr rechnen, oben natürlich auf der Oberseite genauso. Ne? Wenn er hier oben sich rausstellt und dann kommt eine rote dahinter, erstmal ein bisschen aufpassen. Kann wieder gut zurücklaufen. Aber ansonsten alles wie gehabt. Wir sind in der Range. Das sind die nächsten möglichen Ziele oben, wenn er denn mal rausläuft. Muss nicht rauslaufen. Range kann erstmal sich auch weiter fortsetzen. Das liegt in der Natur einer Range, einer Seitwärtsbewegung, einer Spanne, dass die auch gerne mal wie ein Trend auch. Es ist letztendlich eine Marktphase wie jeder andere. Eine Trendbewegung und eine Seitwärtsphase. Es sind beides letztendlich ja Trendbewegung oder Bewegungsströmung. Und das ist bei beiden so. Ein Trend läuft meistens weiter, als alle denken, und eine Seitwärtsphase geht länger, als die meisten denken. Ja, das ist immer ganz, 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 ganz faszinierend, und also immer wieder auch festzustellen und zu beobachten. Von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn er das einfach versetzt und woanders weiterführt. Ja, also 4,80 oben wichtig, 3,65 unten wichtig, darunter Platz, darüber Platz, dazwischen erstmal signallos. Selbst darunter wäre er signallos, ne, weil er dann immer noch in der Range ist und das sich auch nicht gut zum Shorten eignet, ne, unter 3,65. Kann auch sein, dass das echt mistig anläuft, weil er ja noch in der Range ist. Das heißt, da brennt erstmal nichts an. Man könnte hier oben eine kleine Verkeilung rauslesen. Ne, es wäre dann aber eine bärische. Wird da aber auch gerade so nach als steigendes Dreieck, also wenn man es von hier betrachtet, ne, als ansteigendes Dreieck, das wäre dann eher bullischer Natur. Also auch hier, ja, was soll man damit machen halt, ne? Kann man sich recht herzlich beim Markt bedanken. Also richtig anfangen kann man auch nichts mit, ja. Also es bleibt grundsätzlich alles wie
gehabt. Von daher wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg am Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.